Jetzt geht's los. Aktuelles aus dem Wintertrainingslager präsentiert euch die Heimatkrankenkasse. Hallo von der spanischen Küste aus Benidorm. Hier bereitet sich der DSC im Wintertrainingslager auf die Rückrunde vor. Am heutigen dritten Tag des Trainingslagers stand das Testspiel gegen den ungarischen Meister Ferencváros Budapest auf dem Programm. Ja, Florian Hartherz, erstes Testspiel hier im Trainingslager, 0:0. Wieder kein Tor geschossen, trotzdem zufrieden? Ja, wir hatten ja zwei gemischte Mannschaften und jeder eine Halbzeit. Wir haben die Spielkontrolle gehabt, wir hatten richtig gute Möglichkeiten. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir wieder Tore schießen. Und dann war das ein guter Test. Was fehlt aktuell? Warum will der Ball noch nicht rein? Du hattest selbst kurz vor Schluss eine sehr gute Chance. Ja, manchmal ist es ein bisschen Pech. Aber die Gier brauchen wir einfach ein bisschen mehr wieder, dass wir die Tore erzwingen. Und dann bin ich sehr zuversichtlich. Jetzt sind wir seit 3 Tagen hier in Spanien. Was machen die Beine? Ja, wir hatten jetzt 6 Trainingseinheiten. Ein bisschen schwerfällig werden sie jetzt. Aber das ist Trainingslager, das bin ich gewöhnt. Das sind wir gewöhnt. Und wir wollen fit werden für eine gute Rückrunde. Alles klar, dann viel Erfolg für den Rest. Danke dir. Bei mir Basti Müller, das erste Spiel für den DSC. Wie hat es sich angefühlt mit dem Arminia-Trikot auf der Brust? Ja, ich bin stolz, dass ich jetzt meinen ersten Einsatz gemacht habe. Ich freue mich mega. Ich hätte gerne noch ein Tor gemacht. Ich hatte heute 2 Chancen, hätte ich, glaube ich, mehr draus machen können, auf jeden Fall. Aber ja, ich bin auf jeden Fall erstmal stolz und freue mich. Ja, am Ende ist es 0:0 ausgegangen hier gegen Ferencváros. Was hat denn gefehlt, dass am Ende kein Ball drin gelandet ist? Vielleicht noch der nötige Zug, den wir uns jetzt noch in der Vorbereitung holen. Teilweise auch das Glück, dass ein Ball auch mal durchrutscht und nicht geblockt wird zum Beispiel. Oder ja, ich denke, das kommt alles, wenn wir die Saison reinstarten, jetzt im Laufe der Vorbereitung auch noch. Aber dass wir uns die Chance rausspielen, dann ist es schon mal gut. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, das stimmt. Wie fühlt sich jetzt der Körper an nach 3 Tagen hier im Trainingslager? Müde? Ja, sehr. Ich bin ziemlich ausgelaugt. Meine Beine sind sehr schwer. Gestern Abend war ich noch beim Physio. Bisschen locker gemacht, probiert. Aber da hat nichts mehr viel geholfen. Also Beine sind schon sehr schwer. Was hat eigentlich zur Rücknummer 13 geführt? Gibt es da ein besonderes Vorbild oder warum hast du dir ausgerechnet die Nummer ausgesucht? Ich glaube, ich weiß, warum du fragst. ja, Vorbild auf jeden Fall Gerd Müller damals, 13, Thomas Müller und so. Aber ich habe die Nummer 13 genommen, weil es meine wirklich allererste Nummer war im Fußballbereich. Bei den Bambinis habe ich begonnen mit der Nummer 13 und die hat mich irgendwie seitdem immer begleitet und deswegen bin ich stolz, dass ich die Nummer tragen darf. Na, dann hoffen wir, dass du genauso viel knippst wie Gerd Müller. Hoffen wir es. Hoffentlich für die Arminia. Ja.